Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 die Nacht des Raben. Wir befinden uns hier direkt vor Xardas Turm und Lester läuft gerade auf uns zu und wird uns bestimmt erzählen, was hier los ist und warum diese Echsenmenschen hier angreifen und all das. Und bevor ich anfange, muss ich noch sagen, ich habe im Moment ein anderes Headset, also ein anderes Mikro, und ich habe schon bei Dungeon Keeper und Unreal Tournament erwähnt. Und deshalb hört sich das Ganze ja ein bisschen anders an, aber ich hoffe, es ist zu ertragen, also ich hoffe, ihr überlebt es. Lester! Spaziert hier ganz gemütlich auf uns zu. Haben wir schon alles eingesammelt? Ja. Moment mal. Oh, da liegt schon die ganze Zeit Butlerfleisch rum. Ja, das können wir auch mal mitnehmen. Das haben wir ja noch nie gesehen. Oder ich eben. Oh, Lester, schaust mich so komisch an. Ich glaube, du willst mit mir reden, oder? Wo ist Xardas? Ja, ich habe noch gar nicht nachgeguckt, ob er da ist oder nicht, aber wo ist Xardas? Wo ist Xardas? Er ist fort und hat in seinem Turm diese Dämonenwesen zurückgelassen. Oh, Dämonen, ich glaube, er will nicht, dass jemand während seiner Abwesenheit in seinem Turm herumschnüffelt. Wo ist er hin? Das hat er nicht gesagt. Er bat mich nur darum, dir diesen Brief von ihm zu geben. Ich habe ihn gelesen. Tut mir leid. Ich war neugierig. Und? Keine Ahnung. Ich habe kein Wort verstanden, Mann. Aber eine steht für mich fest. So bald werden wir ihn nicht wiedersehen. Ich glaube, es ist ihm hier einfach zu brenzlig geworden. Und da hat er sich einfach aus dem Staub gemacht. Was, Xardas? Glaubst du? Das sieht ja nicht gerade fit aus. Ja, siehst zwar aus wie immer, aber ich sag's trotzdem mal. Du siehst nicht gerade fit aus. Die Kopfschmerzen werden fast unerträglich. Und jetzt greifen mich auch noch ständig diese Echsenmenschen an. Ich frage mich, wo die alle herkommen. Ja, ich auch, aus Minta wohl. Ich denke, ich werde mich jetzt erstmal ausruhen. Was du eigentlich die ganze Zeit machst. Du machst ja auch die ganze Zeit nichts anderes. So, dann lesen wir doch mal diesen Brief von Xardas, der könnte interessant sein. Aber jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt, wo hier eigentlich noch ein Belia-Schrein ist. Ah, es gibt einen unten in der Kanalisation, das weiß ich noch, okay. Ich sollte vielleicht irgendwann meine Belia-Klaue wieder verbessern. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gemacht habe. So, Xardas hat mir einen Brief gegeben und ich weiß nicht, wo er ist. Ich muss es wieder ewig suchen. Wichtige Hinweise und so. Ein Blatt Papier. Achso. Na toll. Es hatte dieser Wassermagier dabei sich, dessen Leiche ich vor einer Ewigkeit gefunden habe, weil er sich ja aus dem Spiel teleportiert hat oder eher in eine andere Welt teleportieren musste und so. Sag mal, finde ich diesen Drecksbrief jetzt eigentlich oder stehe ich hier ewig rum? Ach, da ist er ja. Neuer Tagebucheintrag. Ich hatte vermutet, einer der Drachen im Minental sei die Quelle der bösen Macht. Ich habe mich geirrt. Wenn alles so gekommen ist, wie ich es vermute, wirst du jetzt nach den Hallen von Irdorath suchen. Ja, das tue ich tatsächlich. Das Buch, das du Pyrocher gegeben hast, enthält alle Hinweise, die du brauchst. Mir hätte klar sein sollen, warum die Suchenden es in ihren Besitz bringen wollten. Du musst es dir wieder beschaffen. Die Worte Xarak Bendardo werden es öffnen. Verrate sie niemandem. Ich werde mich nun wichtigeren Dingen mit widmen. Ich kann dir bei deiner letzten Aufgabe nicht beistehen. Du kannst es schaffen, die Quelle des Bösen zu bezwingen. Wir werden uns wiedersehen. Xardas. Was hat Xardas schon wieder vor? So, was haben wir denn hier? Die Crawler-Rüstung. Ja, das wird wohl nichts mehr. Ich finde hier bestimmt keine Crawler mehr. So, dann Schattenläufer für Bastum müssen wir noch abgeben. Ja, falls wir noch welche haben, ich habe keine Ahnung. Dracheneier muss ich noch erledigen. Und eben dieses hallende Irrad-Zeug. Also gut, dann teleportieren wir uns doch mal direkt zu den ins Kloster, wo wir dieses Buch von der Ewigkeit abgegeben haben. Gut, dass ich mich noch dran erinnere, aber ich habe das Spiel ja eh schon so oft durch, dass ich das genau weiß. Milton, hallo. Ich glaube, ich habe eine tolle Nachricht. Ich habe alle Drachen getötet. Ich habe alle Drachen getötet. Ehrlich? Das ist ja mehr als ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Jetzt müssen wir dem Bösen nur noch den Kopf abschlagen. Warum weißt du das denn? Wenn du das geschafft hast, dann werden wir den Krieg gewinnen. Ich? Natürlich du. Wer denn sonst? Ja, danke. Tolle Unterstützung, Milton. Wow, du bist wirklich sehr nett. Ich muss hier wieder alles allein machen. Und die Lex muss ich auch noch vertragen. Egal. Irgendwo da vorne müsste... Hüpf. Müsste Pyroka sein. Er sitzt nämlich immer hier rum. Verschwinde! Okay. Er sitzt nämlich die ganze Zeit hier rum und macht nichts anderes als auf die Novizen gucken, die da die ganze Zeit beten. Toll. So. Alle Drachen sind tot. Das ist wahrlich eine gute Nachricht. Es ändert jedoch nichts an unserer scheinbar aussichtslosen Situation. Die Suchenden sind immer noch nicht abgezogen. Ganz im Gegenteil. Mir kommen immer mehr Berichte zu Ohren, dass sich ihre Zahlen in den letzten Tagen sogar noch vermehrt haben soll. Die Drachen zu töten alleine hat dem Feind noch keinen ausreichenden Schlag versetzt. Wir müssen das Übel an der Wurzel packen. Ich habe mit den Drachen gesprochen. Was haben sie gesagt?
Sie sprachen unentwegt von der Macht ihres Meisters und dass dieser sich in den Hallen von Irdorath niedergelassen hat. Enos, stehe uns bei. Der schwarze Tempel hat seine Macht zurückerlangt und schickt nun seine Schergen über unsere Welt. Was sind diese Hallen von Irdorath? Der östliche Beschwörungstempel des Gottes Belia. Es sind ihrer Zahl 4 im Lande Myrtana. Doch dieser ist der wohl furchteinflößendste Tempel von ihnen. Vor etwa 40 Jahren zerstörte man den nördlichen und westlichen Tempel dieser abscheulichen Gottheit. Die tapferen Ritter dieser Zeit hatten alles eingesetzt, um diese mächtigen Bauwerke dem Erdboden gleichzumachen. Die schwarzen Horden des Feindes hatten damals der Überzahl und dem Heldenmut der Ritter und Paladine nichts entgegenzusetzen. Es wäre ein leichtes gewesen, die beiden anderen Tempel auch zu zerstören, um das Land endgültig von dem Übel zu befreien. Doch sie waren nach dem Fall des zweiten Tempels einfach verschwunden. Verschwunden? Ein ganzer Tempel? Ach komm. Spotte nicht. Die Situation ist ernst. Wenn die Hallen von Irdorath tatsächlich wieder an Macht gewonnen haben, wird es schwierig, den Feind zu besiegen. Dazu müsstest du ihn erst einmal finden. Und ich denke, das wird deine nächste und schwierigste Aufgabe sein. Wir werden sehen. Ja, es geht noch weiter. Das verloren geglaubte Buch von Xardas, wo ist es? Ich hatte mir schon gedacht, dass du danach fragen würdest. Aber ich fürchte, damit wirst du nichts anfangen können. Es ist magisch versiegelt worden. Ich habe es in unsere unteren Gewölbe gebracht. Und selbst wir haben bisher vergeblich versucht, es zu öffnen. Dieser verdammte Xardas hat sich da einen derben Scherz erlaubt. Kann ich das Buch sehen? Von mir aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da Erfolg hast, wo die größten Meister unseres Klosters... Sekunde, Mons. So, versuch es. Ach, nicht. Ich... Moment. Talamon wird dich nicht aufhalten. So, dankeschön. Ich muss hier kurz einen Cut machen. Bis gleich.